Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause für My First Trade Teil 23 und 24 bin ich Ihnen ja noch schuldig, denn Sie sehen es hier, Traders Club 24 Folgen. Und die beiden Folgen habe ich mir was Besonderes einfallen lassen, denn hierbei geht es nochmal um wirklich Tipps und Tricks. Und zwar nicht von mir, sondern von unseren Trading Coaches. Und wir starten mit Matthias, der an meiner Seite steht. Herzlich willkommen. Hallo Matthias. Hallo Carlos, freut mich dabei zu sein. Matthias, kommen wir direkt zum Punkt. Du betreust auch bei uns im Traders Club 24 sehr, sehr viele Trader. Ja. Was würdest du den angehenden Tradern und natürlich erfahrenen Trader mitgeben auf dem Weg? Worauf sollten sie achten? Also ich würde sagen, mach dir keine Meinung. Also denke nicht, dass der Kurs sozusagen in die Richtung geht oder der Markt in die Richtung gehen muss oder so, sondern bleib flexibel tatsächlich. Also trade Strategien nach Plan, bleib flexibel und passe dich den Marktsituationen tatsächlich auch ebenso an. Also wie gesagt, der Markt hat immer recht und du kannst dich nicht gegen den Markt stellen. Das wäre auf jeden Fall fatal. In deiner Zeit als Coach, was war das Beste, was dir widerfahren ist mit einem Kunden und das Schlimmste? Also ich glaube, das Großartigste, was mir widerfahren ist, als ich gemerkt habe, wie vielen Leuten ich tatsächlich helfen kann, endlich dieses Problem zu lösen, in den Profit zu kommen. Wenn es dann wirklich klappt und du einfach so einen Monat nach dem anderen miterleben kannst, wie einfach die Rendite sozusagen reinfließt. Und ja, das Schlechteste, was ich erlebt habe, war tatsächlich jemand, der seinen Weg frühzeitig beendet hat, weil er es nicht durchgehalten hat. Also das ist dann etwas, ja, was ich nicht so schön finde. Matthias, ich bedanke mich recht herzlich für deine beiden Tipps. Wir werden gleich weitermachen mit den anderen Coaches. Bedanke mich recht herzlich bei dir, Matthias. Ich danke dir, Carlos. Sehr gerne. Du stellst mir eine Frage und ich antworte. Wie ist nochmal die Frage? Hast du, dass ich heute nochmal rasiert habe? Ich habe mich nicht rasiert. Ja, sehe ich. Auf drei Tage weiter. Als nächsten Coach darf ich begrüßen Benjamin. Benjamin, herzlich willkommen bei unserem Format My First Trade. Hallo Carlos, ja, ich freue mich. Ungewohnt. Ungewohnt, ja. Sehr gut. Meine lieben Trader und Traderinnen, Benjamin hasst es, vor die Kamera zu kommen. Deswegen habe ich ihn ganz kurz mal gesagt, komm, du musst kurz vor die Kamera kommen. Benjamin, was ist dein Tipp für neue Trader und erfahrene Trader? Worauf sollten sie achten? Worauf sollten Sie achten? Ja, Risikomanagement ist erstmal das A und O. Und vor allen Dingen sollten Sie nicht überall immer reinspringen. Ich sehe das immer ganz oft, gerade am Anfang, Clubmitglieder springen ohne zu gucken in die Boxen und platzieren irgendwo. Da muss man natürlich darauf achten und sollte erstmal den Prokurs vor allen Dingen besuchen, bevor man da schon mit dem Live-Konto gleich direkt durchstartet. Und was ist dein Highlight und Lowlight, wenn du bei der Betreuung von Tradern, was würdest du sagen, was du in der Vergangenheit erlebt hast, wo du sagst, wow, das fasse ich nicht und wow, das ist ja großartig? Ja, boah. Risikoeinstellung, das ist mein Lowlight, das kriegen die meisten irgendwie nicht so gut hin mit ihrem Konto. Aber Highlight ist immer, wenn sie tatsächlich auch mal Trades strecken und selbstständig den Trade auch mal über zwei, drei Tage managen. Das machen ja die wenigsten noch. Da finde ich, bin ich immer schwer erstaunt, wenn dann große Gewinne rauskommen. Da ist natürlich die Freude bei den Clubmitgliedern auch sehr groß. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. War das schlimm? Ja. Ja. Vielen Dank, Benjamin. Super. Okay, wo sieht man mich denn? Meine Schokoladenseite ist ja die hier. Ich bin eine Diva, wisst ihr doch. So, als nächsten Coach an meiner Seite, Martha. Martha, herzlich willkommen bei My First Trade. Geht's dir gut? Mir geht's super. Martha, in diesem Format möchte ich gerne von dir ein bisschen rauskitzeln und natürlich auch eine Information haben, worauf sollte ein Anfänger, wenn er neu startet, auch mit unseren Strategien drauf achten? So, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und finde es natürlich auch sehr wichtig, solche Fragen mal auch zu klären. Genau, Einsteiger, also ich meine, einerseits betreue ich ja oder haben wir ja natürlich auch mehr Kunden, einerseits fortgeschrittene Trader, die natürlich bei uns als Einsteiger gelten, weil sie ja unsere Ansätze gar nicht kennen. Andererseits Einsteiger, die das Traden lernen wollen, Kunden von bis, das gesamte Klientel. Und mir fällt es immer auf,
dass der Kunde immer tatsächlich so ein bisschen so seine Probleme hat, natürlich bei dem Wechsel von Demo auf Live. Also Probleme im Sinne von, ich betreue ja auch viele Großkunden in dem Sinne, das heißt, man darf nicht zu lange einerseits auf einem Demokonto rumdampeln und dümpeln. Und wenn man das tut und ein sehr großes Konto eröffnet, ist das schon mal ein Fehler Nummer eins. Denn ich bin definitiv überzeugt davon, dass man erstmal mental sich darauf vorbereiten muss. Step by step, kleine Baby-Steps. Mental erstmal die Verluste sozusagen auch hinzunehmen, auch die Fehler zu machen, die natürlich noch nicht so wehtun. So, wenn man das mental ausgehalten hat, dann kann man auch mit größeren Summen einsteigen. Das ist so mein Fehler Nummer eins, was ich immer feststelle. Okay, jetzt möchte ich gerne von dir noch wissen, Highlight, Lowlight, das kennen wir ja aus unseren wöchentlichen Kaizen. Highlight, Lowlight von deinen Tradern, die du betreust. Witzig, genau, Highlight, Lowlight, genau auf das Thema springe ich wieder zurück. Kunden, die natürlich das Regelwerk erlernen bei uns, wie zum Beispiel bei der Swing-Strategie, unserer Tagesstrategie. Es heißt ja nicht unbedingt, dass ein Trade direkt gleich in den Gewinn läuft oder auch heute. Was sagt das Regelwerk? Ja, wir lassen laufen, ne? Tageskerzen. Und dann fängt natürlich gerade dann, wenn man ins Live gewechselt hat, fängt man an, panisch zu werden und schließt die Trades einfach mal so. Also komplett nicht nach Regelwerk, weil man dann im Terminal ein Minus vorsieht. Das heißt noch lange nichts, wenn man ein Minus sieht. Das ist so mein Lowlight. Aber das Highlight ist natürlich, ja, Clubmitglieder, die natürlich meinerseits betreut werden und das Ganze auch gut regelmäßig mit mir auch zusammen üben und lernen, kriegen das hin und dann macht es natürlich auch wirklich Spaß. Vielen Dank, Martha. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass Sie im ersten Step jetzt schon einiges mitnehmen konnten. Es folgen jetzt weitere Coaches und ich freue mich schon auf den nächsten Coach. Danke, Martha.